Hallo, heute ein kurzes Video zu den deutschen Pronomen, in dem ich dir erkläre, was ein Pronomen eigentlich ist, welche unterschiedlichen Arten es gibt und ob du wirklich alle immer deklinieren musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Im heutigen Video aus der Videoreihe zu den Wortarten geht es um die Pronomen. Es ist wichtig, dass du die unterschiedlichen Wortarten kennst und weißt, was die unterschiedliche Wortart ausmacht. Denn ansonsten wirst du weder meine einfachen Erklärungen noch irgendwelche wesentlich komplizierteren Erklärungen zur deutschen Grammatik verstehen. Deswegen fangen wir jetzt an mit, was ist eigentlich ein Pronomen? So, zur Definition von Pronomen. Pronomen werden auch Fürwörter genannt und ersetzen ein Nomen. Pronomen, Nomen. Also, wir benutzen Pronomen grundsätzlich, um Wiederholungen zu vermeiden. Denn hier haben wir ein Beispiel. Da ist mein Mann, er kommt zu spät. Man könnte auch sagen, da ist mein Mann kommt zu spät. Hier merkst du schon, das wäre zweimal hintereinander mein Mann. Das wäre eine Wiederholung und das klingt nicht so gut. Deswegen Pronomen werden häufig dazu benutzt, um Wiederholungen zu vermeiden. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Pronomen, nämlich Personalpronomen, zum Beispiel ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Possessivpronomen, mein, dein, sein und so weiter, Reflexivpronomen, sich, mich, dich, dir, Relativpronomen, welche, welcher, der, die, das, Demonstrativpronomen, dieser, diese und so weiter und auch Indefinitpronomen. Die meisten davon werden verwendet, um Wiederholungen zu vermeiden, aber andere hier, wie zum Beispiel das Demonstrativpronomen, auch um etwas hervorzuheben, und Indefinitpronomen werden überhaupt nicht zur Vermeidung von Wiederholungen verwendet, sondern diese haben jeweils eine ganz individuelle Bedeutung. Und mehr Infos zu den einzelnen Pronomen wird es schon bald in weiteren Videos geben, die ich unter diesem Video verlinke, sobald ich diese Videos veröffentlicht habe. Und wichtige Frage zu den Pronomen oder zu allen Wörtern in der deutschen Sprache ist immer, musst du Pronomen deklinieren? Schlechte Nachricht, ja, du musst fast alle Pronomen deklinieren. Welche genau das sind und wie du sie deklinieren musst, findest du in den einzelnen Videos zu den Pronomen. So, jetzt solltest du einen groben Überblick über die Pronomen haben. Falls du noch allgemeine Fragen dazu hast, dann schreib bitte einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und unter dem Video in der Videobeschreibung findest du auch die Links zu den Videos zu allen unterschiedlichen Pronomen, sobald ich diese produziert habe. Ansonsten vergiss natürlich bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Video.